Wenn jemand studieren gehen möchte, 100% soll er es machen. Aber ich sehe es zum Beispiel so, wenn ich jetzt 6 Jahre lang, so wie jetzt deine Freundin das macht, einen Tierarzt studiert, wo sie danach sagt, gut, ich kann jetzt vielleicht eine eigene Klinik aufmachen, nach 6 Jahren studieren, wenn du das mal so denkst, obwohl ich ja jetzt schon anfangen kann, passe ich mal mich selbstständig und in 6 Jahren habe ich vielleicht ein Millionen-Business daraus gemacht. Und in 6 Jahren fängt aber deine Freundin erst zum Beispiel an, dass sie dann zum Beispiel, wie du sagst, dann Pferd operieren darf, überhaupt dürfen, so weißt du. Und das ist halt einfach für mich schon dieses Ding so, okay, ist klar, dass man sagt, passt, ich schicke mein Pferd nicht zu jemandem, der nicht studiert oder hat das nicht irgendwie jetzt hier fachgemäß irgendwie studiert, ist klar. Aber dann für mich dieses Ding so, Alter, krass, ich kann doch nicht 6 Jahre meines Lebens dafür studieren, dass ich dann ein Pferd operiere. So, für mich persönlich, so weißt du. Wenn ich sage, ich möchte nur Geld damit machen. Frauen sind in dem Aspekt, egal ob es das Business betrifft, emotional, 100%. Und die männliche Energie, Männer sind einfach sehr rational und sehen einfach so, und natürlich auch Status, Erfolg, Leistung, wollen natürlich das. Und Frauen, Beziehungen, Begegnungen, vielmehr dieses so, ah cool, ich kann mich um die Tiere kümmern, der anderen, um meine Tiere, Fürsorge, Mutterenergie. 100%. Ja, ja. Das ist, glaube ich, da ist der, ich sag mal, diese männliche und weibliche Uhr, sage ich jetzt mal, ist da ganz anders, die da tickt, gell?